Moin Leute, habt ihr mal wieder eingeschaltet. Heute spielen wir mal ein komplett anderes Spiel und zwar Trailmakers. Mit dabei ist heute auch der Rakan. Guten Tag. Tag. Ja, wir haben vor, ein Baubattle zu spielen. Doch, ich quatsche mal wieder nicht so lang rum und da würde ich sagen, viel Spaß. So Leute, jetzt sind wir auch drinne und ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Wir bauen nämlich heute ein Schiff. Ja, wie schon gerade erwähnt. Also wer das bessere Kampfschiff baut und es gewinnt am Ende der, dessen Schiff dreimal zerstört wurde. Ja, dann würde ich erstmal sagen, wir verteilen uns auf der Map. Ja, ich bin hier hinten in der Ecke. Ja, ich gehe hier hin. Ja, hier gehe ich hin. Ich bin auf der anderen Seite der Map eigentlich. Guck mal kurz, wo du bist. Wie viel Zeit wollen wir geben? Wie viel Zeit wollen wir geben? 30 Minuten? Ja, könnte man machen. Obwohl, das wird lange, sagen wir 20 Minuten. Ja, das könnte man auch machen. 20 Minuten? Okay, dann stürme ich mich jetzt. Sag mal 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Da muss ich schnell beeilen. Ja, da muss man sich immer mal schnell beeilen. Also, ihr habt's gehört. Es sind 15 Minuten. Und da würde ich mal sagen, 3, 2, 1, los! 1, los! Die Zeit läuft, ja. Ach, was, wie soll ich denn bauen? Ich gehe erstmal. Also, mal sehen. Nick kann mich ja auch nicht mehr hören. Das ist auch gut. Ja. Also. Ich glaube, wir fangen erstmal an. Ich bin wohl auch mal stumm, Norsch. Ja, Nick hört mich nicht, aber ich kann ihn noch hören. Aber ja, dann nehme ich erstmal. Ich baue erstmal vielleicht so ein Grundgerüst. Und seid nicht böse, ich bin jetzt nicht der Beste in Bauen, was jetzt das in Trimakers angeht. Aber das ist eigentlich egal. Es geht ja darum, dass es gut am Ende ist. Mal sehen. Nein, bitte drehen. Es ist wichtig, dass unser Boot verschiedene Dinge kann. Denn es soll erstens Waffen haben. Zweitens soll es nicht ein bisschen cool aussehen. Und drittens soll es was aushalten. Ja, dann bauen wir erstmal weiter. Nein. Es ist nämlich erstmal wichtig, dass wir das hier schaffen. Das kopieren wir jetzt erstmal so und so. Und darauf würde ich dann Art Tank, ja genau, diese Dinger hier drauf bauen. Nur halt umgedreht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn man es umdreht, da haben wir ein Problem. Denn sonst sieht es nicht cool aus. Hoffen wir mal, dass es auch was bringt. Nicht, dass es nichts bringt. Jetzt muss ich nur noch kurz zwei Teile nach vorne bringen. Zack, zack, zack und zack. Das wird so unser kleines Grundgerüst. Sagen wir es erstmal so. Zack. Bupp. Und noch nach außen kopieren. Die löschen wir wieder. Ach, die Zeit läuft und läuft. Aber das ist egal. Wir bauen unser cooles Kampfboot. Es wird wahrscheinlich nicht so cool aussehen. Aber es soll ja was bringen. Gell? Die Achsen hier an der Seite. Ja, aber mir, wie geht's dir eigentlich gerade so? Ja, mir geht's schon so ein bisschen gut. Aber ich weiß ja nicht. Die Zeit rennt und rennt und ich weiß nicht, ob das was bei mir wird. Sieht bisher noch nicht so vielversprechend aus. Ich muss ja auch erstmal gucken, ob das auch schwimmen kann. Wenn das nicht schwimmen kann, bringt mir das ja nichts. Und wie sieht's an sich so gerade bei dir aus? Ja, ganz gut, wie schon gesagt. Ah, der macht schon wieder Späßchen. Ja. Wieder Späßchen. Wieso geht das gerade nicht? Okay. Das ist nicht gut. Ich probier gerade was, aber irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Ah ja, bei mir funktioniert gerade auch nicht alles. Das wird ich glaube, jetzt sieht es gerade schon wieder ein bisschen besser aus. Bei mir nicht so, würde ich sagen. Es sieht hässlich aus bisher. Ey, aber es geht ja um Funktion, nicht über Hässlichkeit. Das stimmt schon.
Funktion. Da hast du bombardiert! Was machst du da? Ich habe dich bombardiert! Was soll das? Bombardierung gut gelungen. Ja, du kannst mich doch nicht bombardieren. Wir sollen hier ein Kampfschiff bauen und nicht die anderen bombardieren. Ja, okay. Ja, ja. Jetzt hört mich Nick wieder nicht. Das ist gut. Denn wenn er mich nicht hört, kann ich... Ich mich jetzt auch mal wieder noch. Ja, ja, mach das. Wenn er mich überhaupt hört. Das hat er nämlich natürlich nicht gehört. Aber ja, Zeit rennt mal wieder. Noch knappe 11 Minuten. Und wo ist das Teil? Was macht denn der da? Ach, da sind sie doch. Ich baue hier noch einmal diese Dinger drauf und dann kommt es endlich zu den Funktionen, Leute. Nachdem ich das dann verkleidet habe, nachdem ich das auch verkleidet habe, wird es vielleicht sogar doch cool aus. Nur hoffen wir mal, dass es schwimmt, das Teil. Wenn es nicht schwimmt, haben wir nämlich ein sehr großes Problem. Ich baue hier hinten jetzt irgendwas dran, damit es hinten noch ein bisschen cooler aussieht. Deswegen mal jetzt so. So. Wenn es euch nicht mehr damit aufhört, dann sage ich euch, er wird verlieren. Gegen mich. Sowas. Achso, mir, ja, falls du dich fragst, wieso ich das gerade gemacht habe, das ging nur darum, weil ich mein Tutorial nebenbei geschaut habe und deswegen nichts machen konnte. Deswegen hatte ich jetzt kurz Spaß gemacht. Ach so, verstehe, dein Tutorial. Stimmt. Und sag mal, wie ist ein Statement so bei dir? Es ist immer noch sehr gut, aber trotzdem, ich darf jetzt nicht abgelenkt werden. Dein Tutorial ist ja jetzt so, du kannst du endlich bauen. Du hast nur noch 10 Minuten, ich auch. Ja, mein Tutorial ist jetzt fertig. Ich weiß genau, wie ich es baue. So, Leute, dann würde ich aber weitermachen. Ich mache es so. Jetzt verkleide ich es noch und dann kommen wir endlich zu den Funktionen des Bootes. Seriously. Nein. Achso, ich bin gar nicht gestummt. So. Jetzt wird das gleich alles verkleidet. Der hintere Teil muss natürlich auch noch verkleidet werden. Ihr wisst, wie es ist. Sonst kann das auch mal schnell kaputt gehen. Zack und zack. Es ist jetzt nicht das schönste Boot, aber seht euch dieses geile Ding an. Es wird was. Jetzt würde ich da noch größere Platten drüber bauen. Alter, das sieht das hässlich aus. Alter, das sieht aus. Da muss ich leider noch kurz eine kleine Fassade, wenn man das so nennt, drüber bauen. Es ist wichtig, dass die Dinger da drin geschützt sind. Sonst habe ich wahrscheinlich nicht die besten Chancen auf dem Schlachtfeld. Habe ich eigentlich nie die besten Chancen. Warte, so. Jetzt baue ich Platten da drüber, dass ich auch noch sicher bin. Und dann lasse ich das noch ein bisschen schön aussehen. Damit man nicht gleich beim Anblicken Augenkrebs bekommt. Das ist nämlich wichtig. Dass es auch ein bisschen besser aussieht. Aber natürlich soll es dann auch die Funktion haben, die es cool macht. Jetzt baue ich noch irgendwie hässliche Teile hier drüber. So. Na, sieht so hässlich aus. Aber wichtig sind ja dann die Funktionen. Würde ich gleich sogar die Kapsel bauen, die Steuerkapsel, womit ich das Ding dann auch steuern kann. Hoffen wir mal, dass das Ding überhaupt schwimmt. Sollte ich gleich erstmal austesten. Wenn das nicht schwimmt, habe ich ein großes Problem. Habe ich wirklich ein großes Problem. Das Teil baue ich hier wieder dran. In etwa so und so. Das ist nämlich auch ebenfalls richtig und wichtig. Wenn ich das nicht mache, dann sieht das auch hässlich aus. Wie schon gesagt, das möchte ich nicht. So, das sieht jetzt nicht mehr so hässlich aus. Naja, es geht. Aber trotzdem, jetzt kommen wir endlich zu den coolen Funktionen. Auf jeden Fall brauche ich erstmal so ein Steuerpult. Was passt am besten zu so einem Boot? Kränennest, ja, dafür brauche ich das DLC.
Hol ich mir eh bald auch mal. Aber trotzdem. Operatorsitz? Nee. Tauchglocke? Nee, ich sitze kein U-Boot. Steuerrad. Ach komm, ich nehme das scheiß Steuerrad. Wird schon irgendwie klappen. Ich hatte vor, hier hinten so zu machen. Hier kommt meine Steuerzentrale hin. In etwa zack. So, so und so. So, so, so. So. Okay, bitte wieder runter. Und so. Ach, noch 6 Minuten. Das wird knapp, Leute. Aber ja, das schaffen wir. Denn wie ihr wisst, bin ich ein Profi. Ja, es geht eigentlich. Ach, Mann, ey. Ich werde hier ein bisschen nervös. Ja. Jetzt habe ich das Teil da hinten verschoben, gell? Ja. Egal, kümmern wir uns erstmal nicht um das schön aussehen, sondern um die Funktion. Denn der wahre Gewinner ist ja der, der dann im Kampf gewinnt. Und wenn ich den Kampf gewinne, habe ich wenigstens dort einen Punkt. Wenn das Ding schon nicht schön aussieht. Naja, ich melde mich wieder, wenn ich die Funktion baue. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt kurz davor. Das war fürs Video gedacht. Gut so. Ich bin jetzt kurz davor, die Waffen dran zu bauen. Sogar jetzt. Jetzt hole ich mir nämlich das rotierende Ding und drehe ihn so, dass es sich hier rotiert. Und jetzt baue ich hier eine schöne Kanone hin. Da setze ich erstmal zwei Dinge übereinander, markiere die beide und setze erstmal die Farbe auf weiß. Das wird so ein schönes Geschütz und hier oben drauf kommt das hier. So, und da vorne dran kommen jetzt Waffen. Es muss zwar, eigentlich ist es wichtig, dass es auch was kann. Also so, am Ende muss ich halt noch die Waffen belegen, gell? Aber jetzt kommen wir ja zum Wichtigsten. So, mein Boot soll nämlich auch noch Torpedos abfeuern können. Das ist auch wichtig. Wenn du Torpedos abfeuerst, bin ich froh. Jetzt kommen wir aber zu den Waffen. Da sind sie doch. Hier, die setze ich hier dran. Keine Sorge, das ist das schwächste Geschütz. Ich weiß, dass das nämlich die schwächsten Waffen sind. Vorne dran sollen nämlich diese Dinge. Zack. Zack. Und zack. Und der Wasserball, der Schnee... Hier der Betonwand, Metallkisten, Würfelspender, Traktorstrahl. Oh, hier. Dafür brauche ich ja das DLC. Ich nehme Panzergeschütz. Das werden meine Torpedos. Die werde ich hier unten platzieren, damit Rakan denkt, er hätte ein leichtes Spiel gegen mich. Und dann schieße ich ihn einfach von unten mit meinen Arzt-Torpedos ab. Das wird geil. Dann werde ich noch hintere Verteidigungsgeschütze bauen. Ich weiß, es ist jetzt nicht das schönste Boot. Aber es geht ja gerade auch nicht um die Schönheit, sondern um die Durchhaltbarkeit. Diese Waffen werde ich jetzt hier vorne hin kopieren. Ja, das vielleicht hier noch. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, es geht nicht um die Schönbarkeit, aber es muss ja mindestens nach was aussehen. Und das sieht bisher noch nach Scheiße aus. Aber ich finde es nicht mal so schlecht. Ich habe ja auch, by the way, Glas reingemacht, damit es ein bisschen stylisch aussieht. Aber das ist... Wie habe ich denn das Geschütz platziert? Das hält mir jetzt erst auf. So, dann nehme ich das hier und das ist... Mann, das wollte ich doch nicht. Ich setze das hier hin. Aber jetzt habe ich es ja auch geschafft. So, bitte da rein. Genau, also Leute. Jetzt kommt mir noch zu den... Okay, zu den Motoren, nenne ich das mal.
Dann nehme ich zwei von diesen Trappenmotoren. Die hießen, glaube ich, so. Ich weiß, bin mir gerade nicht sicher. Ich will auch gerade nicht nachgucken. Nein, nicht drehen. So. Ach, ich hasse es, die zu drehen. Das ist irgendwie total komisch. Hier, Leute. Jetzt habe ich auch noch coolen Antrieb. Wie es ein Kriegsschiff auch würdig ist. Jetzt ist es aber wichtig. Wir speichern das ganze Ding erstmal ab. Okay, abspeichern. Genau. Warte, wie habe ich das? Kann Struktur nicht speichern. Ach so. Es ist hier schon wieder nicht verbunden. Ach, was ist das denn? So, jetzt aber bitte speichern. Ich nenne es Kampfboot. Genau, mit so meinen anderen gebauten. Das sollte dann ganz hier sein, genau. Jetzt testen wir es mal aus. Kann ich einsteigen? Hier lang bitte. Hallo? Ach, ich kenne mich mit der Steuerung nicht mehr so gut aus. Ja, du bleibst bitte hier. Ach so, warte, das war, glaube ich, mit der Taste. Genau. Jetzt ist wichtig, kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? So, Leute, und zwar... Der Schwimmtest war schon erfolgreich, aber das ist ein Propeller. Das war scheiße von mir. Das kann nicht funktionieren, der Propeller. Deswegen muss ich kurz was anderes nehmen. Wo ist denn das? Achso, hier sind wir. Motoren. Genau, da gab es das hier. Und dann noch die Tastenbelegung darf ich nicht vergessen. Denn ohne die Tastenbelegung bin ich auf dem Schlachtfeld sehr, 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 sehr schnell am Arsch. Ich pack jetzt richtig viele von den Dingern hier hin. Zack, zack, zack. So, Leute. Es wird jetzt sogar schwimmen können. Aber jetzt natürlich die Tastenbelegung. Die Torpedos sollen mit der Taste E feuerbar sein. Rotieren mit... das Rotieren soll bitte mit den Tasten, mit diesen zwei Tasten gefolgt werden. Und das Schießen dieser drei Tasten wird mit dieser Taste dann gehen. Kommen wir dann noch zu den hinteren Geschützen. Die hinteren Geschütze werden mit der Taste Q abgeschaltet. Dann würde ich sagen, wir speichern das noch. Und dann, die Zeit ist um! Nick, die Zeit ist um. Yeah. Ich habe jetzt probiert, noch mal kurz was zu verändern. Ja. Geht leider nicht. Also dieses Boot, mein Boot. Ah. Also manche Sachen sind wirklich halt blöd, weil manche Sachen fallen sofort ab, sobald man ein Boot überhaupt spawnt. Das ist auch ein Problem. Ich habe zu viele Motoren. Deswegen gibt es auch ein Problem. Aber ja, Zeit ist leider um. Deswegen kann ich jetzt nicht. So, und noch ein anderes Problem ist, halt manche Sachen funktionieren einfach nicht. Ach so, ja. Aber so muss es jetzt halt sein. Die Zeit ist um. Battle muss jetzt starten. Ich fahr zu dir. Gut. Obwohl, nee, ich mach's anders. Ich gehe aus meinem Dings raus. Teleportier dich einfach zu mir. Ah, scheiße. Okay, jetzt siehst du mein Boot halt. Oder warte, komm nicht her. Komm nicht her, ich komm zu dir. Okay, ich schau mir zuerst einen an. Ich muss irgendwie drehen. Bei mir, ich habe nämlich die Lenkung total vergessen. Ja, ach so, die Lenkung ist bei mir auch extrem scheiße geworden. Ja, das ist. Oh, du hast ein kleines. Aber bevor die Schlacht beginnt, begutachten wir erstmal unsere Boote. Ich komm mal mit zu deinem. Ja, ich weiß. Warte. Oh. What? Hast du das wirklich selbst gebaut? Emian, ich schwöre dir, ich hatte das Tutorial die ganze Zeit nebenbei offen, die 10 Minuten. Also die 15 Minuten. Okay, das sieht krass aus. Ich hab halt eher so gemacht. Guck mal. Ja. Ich hab vorne
das habe ich selbst gebaut und dann habe ich hinten zum größten Teil kopiert. Ja. Und dann noch die Einzelheiten gemacht, damit es eigentlich recht schnell ging. Ach so, okay. Okay. Na dann, lasst die Seeschlacht beginnen. So, dann, wie schon gesagt, die Seeschlacht möge beginnen. Alle auf ihre Position. Ich starte hier nicht. Okay, dann gehe ich da vorne auf diese Insel. Ja. Ich werde hier starten. Dann werde ich nochmal all meine Waffen zeigen. Hier haben wir natürlich unsere Düsen. Okay. Hier haben wir dann diese Waffen. Ich will sie jetzt nicht laut sagen. Dann haben wir noch diese Waffen. Ich bezweifle, dass du das gewinnen kannst. Ja, ich weiß. Dieses Boot ist krass, was ich gebaut habe. Okay. Viele werden denken, dass ich es mir gedownloadet habe, aber ich weiß, dass es dieses Boot gibt. Und ich habe mir das angeguckt und habe mich davon inspirieren lassen. Hab dann den Typen das Tutorial geguckt, wie er es gebaut hat, könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr es selber bauen wollt. Und hab's dann halt einfach Stück für Stück nachgebaut. Aber okay, dann los geht's. Okay. So Leute, na, das Boot kippt schon wieder um. Gerade. So. Aber ich würde sagen, ein Gewinner, nicht drei Runden. Doch, komm, drei Gewinner. Okay, wie drei Gewinner? Also drei Runden quasi. Mann, das Boot kippt die ganze Zeit. Wie soll man denn damit gewinnen? Ein Boot ist ein Haufen Schrott. Ich bin auf Eis, ich bin auf Land, darf ich jetzt respawnen, ohne dass es ein Leben kostet? Nein, die Schlacht hat begonnen. Selbst wenn ich umkippe, darf ich mich nicht wieder auferheben lassen. Deswegen muss ich ja aufpassen. Okay, dann habe ich halt ein Leben jetzt weniger. Ja, ein Leben weniger. Zweite Schlacht. Alle Boote werden zurückgesetzt. Und es geht los. Er fährt schon auf mich zu. Nick hat nur noch ein Leben. Oben rechts habt ihr auch die Leben. Ich hab noch zwei Leben. Hab ich doch gesagt. Oben rechts habt ihr by the way die Leben auch eingeblendet. Ah, jetzt bin ich umgedreht. Werde ich trotzdem noch gewinnen? Ach nee, werde ich nicht, denn ich habe keine Tauchglocke. Das heißt, ich werde rausgeschmissen. Ein Leben weniger für mich. Zweite Schlacht. Um genau zu sein. Zweite Schlacht. Nee, das ist die zweite Schlacht. So, Vorsicht. Rakan wird bestimmt mit dem taktischen Feldzug auf mich zurücken. So, ich werde probieren, dagegen zu wirken. Ich habe jetzt zwar keine schweren Panzergeschütze, aber ja. Ich dachte ja auch nicht, dass er dieses Boot nachbaut. Ich hab da vorne mit eher ein anderes Boot gedacht. Aber er trifft mich auch nicht. Das ist gut. Das ist wahrscheinlich der Vorteil an meinem Boot. Nein, nein, nein! Nein! Zweites Leben, Abzug für mich. Ja, okay, ich hab verloren. Nee, ich bin so wütig. Du darfst ja schnell ein Boot runterladen. Nein, nein, nein. Das ist nicht, das war ein Baubett. Okay, dann würde ich sagen, dann war's das für dieses Video. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall bei einem anderen Videos vorbei. Da würde ich sagen, ciao.